Seit ziemlich genau einem Jahr heißt es Homeoffice für einen Großteil der SWM-Beschäftigten. Anfangs Neuland für manchen, aber nur kurz. Auch der Personalbereich hat den Umstieg schnell und flexibel hinbekommen. So lernt das Recruiting-Team seither Jobbewerberinnen und Bewerber in der Regel per Videocall kennen. Grundsätzlich hat uns überrascht, wie gut man auch über Skype, über Videokonferenzen Kandidaten beurteilen kann tatsächlich. Ich glaube, insgesamt sind wir sehr, sehr gut durch diese Zeit gekommen, auch wenn es wirtschaftlich natürlich für die Stadtwerke ähnlich wie für viele andere Unternehmen schwierig war und ist. Ich glaube, das hat drei Gründe. Das eine war, dass wir tatsächlich technisch gut vorbereitet waren, dass wir alle von einem Tag auf den anderen mobil arbeiten konnten. Das zweite ist eine klare Kommunikation. Und das dritte war ein sehr, sehr gutes Krisenmanagement. Auch in der Ausbildung hat sich mit den Pandemie-Maßnahmen einiges geändert. Bei der Ausbildung ist es natürlich eine besondere Herausforderung. Auch da hatten wir tatsächlich das große Glück, dass auch die Azubis alle digitale Endgeräte schon hatten. Und einige Ausbildungsrichtungen, wie zum Beispiel die ITler, die konnten wir tatsächlich komplett ins Homeoffice schicken. Bei allen, die gewerblich-technisch eine Ausbildung durchlaufen, da ist es natürlich wichtig, dass die auch in der Werkstatt präsent sind, weil da Grundfähigkeiten vermittelt werden müssen, weil da die Prüfungsvorbereitung erfolgreich absolviert werden muss. Da machen wir es so, dass wir die Gruppen teilen, sodass wir Abstände einhalten können. Alle tragen Maske. Und die eine Hälfte ist in der Werkstatt, wird da unterwiesen, lernt sozusagen am Objekt und die andere hat derweil Homeoffice, Homeunterricht und am nächsten Tag wechseln die beiden dann. Nicht nur bei den Neueinsteigern oder Azubis, auch im Umgang und in der Betreuung der SWM-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde viel getan. Und das wird gut angenommen. Die Geschäftsführung ist mit sehr gutem Beispiel vorangegangen. Wir kennen mittlerweile auch die Arbeitszimmer unserer Geschäftsführer sehr, sehr gut. Und wichtig war uns da klar zu kommunizieren und viele Hilfsangebote zu machen. Also sei es einen digitalen Gesundheitstag, sei es Tipps und Tricks im Intranet, wie man sich die Arbeit im Homeoffice gut strukturieren kann, wie man auch da auf ergonomisches Sitzen achtet, wie man die Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben, wenn wir alle die ganze Zeit nur noch zu Hause sind, vorbeugt. Da sind wir unterstützt worden vom betrieblichen Gesundheitsmanagement mit ganz vielen Tipps und Tricks. Und mit einem sehr guten Krisenmanagement, das zu allen Zeiten ansprechbar war und gerade in der Anfangszeit, als wir unsicher waren, wie man mit gewissen Situationen umgeht, uns immer wirklich sehr gut beraten hat. Vieles von dem, was in den vergangenen 12 Monaten gelernt und neu entdeckt wurde, hat sich bewährt. Wenn wir jemanden dann eingestellt haben, tatsächlich, dann machen wir oft auch noch so ein persönliches Kennenlernen auf Abstand, mit Maske, einen Spaziergang draußen, damit man zumindest mal ein Gefühl dafür hat, wen man da wirklich einstellt. Aber es funktioniert gut. Wir haben mittlerweile viele Leute über digitale Vorstellungsgespräche an Bord geholt. Und es waren tatsächlich Erfolgsgeschichten. Von den neuen, breiteren digitalen Angeboten werden auch in Zukunft alle Bewerberinnen und Bewerber, alle Azubis und alle SWM-Beschäftigten profitieren. Und ihr habt heute Recruiting-Tag, oder? Genau, wir haben heute Recruiting-Tag.